Ja, hallo zusammen bei der 49. Folge von Volksfest TV. Und während sich im Hintergrund der Festplatz so allmählich füllt und die Attraktionen genossen werden, da stehen heute bei unserer aktuellen Episode viele Sportstars im Mittelpunkt. Dazu reichlich Frauenpower und wir diskutieren auch über die Audi-Zukunft. Aber wir wollen natürlich auch bitte den Festplatz wieder in den Fokus rücken und ein paar Highlights dieses Festplatzes nicht nur zeigen, sondern jetzt auch mal ganz persönlich testen. Viel Spaß dabei. So, das war Action auf dem Festplatz. Jetzt haben wir Action hier im Göckelesmeier-Festzelt. Hautnah Spiel im Hintergrund. Ich habe hier Jens Petzold von den Red Devils Heilbronn. Ihr habt einen riesen Erfolg im letzten Jahr gehabt. Was sind denn die Ziele für die neue Saison? Frank Stäbler, der Weltmeister, hat gesagt, deutscher Meister wäre toll. Also ich sag mal so, wir wollen uns sicherlich nicht verschlechtern. Also wir greifen wieder an und lassen uns überraschen. Aber wir haben eine gute Truppe und wir wollen ganz vorne rein. Ihr habt eine gute Truppe, gute Stimmung in der Halle. Reicht eigentlich die Hallengröße, die ihr habt in Neckargartach, aus? Kritische Frage, aber ich sag mal so, wir haben wieder die Römerhalle, unsere Heimkämpfe, das ist im Moment die größte Halle. Aber ich denke, ganz Heilbronn würde sich über eine Großsporthalle freuen. Auch mir. Gut, das denke ich. Das sagen wir dem OB dann gleich mal wieder aufs Neue. Lena Meyer ist bei uns. Also Meiertag heute. Manu Meyer hinter der Kamera, Karl Meyer, der Festwirt ist hier. Lena Meyer, die Sportlerin des Jahres. Karate und vor allen Dingen in der Stilrichtung Goyo Ryu. Was ist denn das? Also im Karate gibt es verschiedene Stilrichtungen. Die kommen aus ein bisschen verschiedenen Richtungen, aus Japan. Und Goyo Ryu ist eine Stilrichtung davon. Wen von uns hier könnten Sie denn eigentlich aufs Kreuz legen? Könnte. Also eigentlich alle. Alle sogar? Sogar unseren Kollegen Petzold hier? Es geht eher um die Technik, nicht um die Körperkraft. Also ja. Okay. Das werden wir nachher gleich mal in der Pause testen dementsprechend. Fand ich auch ganz interessant. Sie sind in Erlenbach-Binswangen im Verein. Wie kam das dazu? Also ich habe ursprünglich in Feigenenz angefangen. Da habe ich auch gewohnt. Und dann war der Landesstützpunkt Karate war hier in Binswangen. Und dann habe ich dahin gewechselt. Wir haben Rolf Klotz hier, Betriebsratschef von Audi. Schön, dass Sie da sind. Ist eine Ehre für uns, dass Sie heute Abend Zeit nehmen. Audi und Sport ist auch etwas, was ja eigentlich schon seit vielen Jahren eine Verbindung hat. Was bringt es so einer Marke wie Audi? Ja, ich glaube, im Motorsport ist es offensichtlich, dass die Träder zusammenfließen. Audi ist ja jetzt im Elektroantrieb unterwegs und ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Schließlich fällt etwas der Lärm am Rande der Piste. Aber ich glaube, Sportförderung sollte immer eine Aufgabe sein der Wirtschaft. Und wir haben uns unheimlich gefreut, dass unser ehemaliger Werkleiter, der Fred Schulze, auch in der Sportförderung hier in der Region seine Akzente gesetzt hat. Bei der Sporthilfe hat er das gemacht. Was macht eigentlich ein Betriebsratschef? Ein Betriebsratschef hat in heutigen Zeiten leider alle Hände voll zu tun. Ich glaube, man kann das in drei Sätzen gar nicht umreißen. Aber natürlich. Also in einem. Natürlich wollen wir die Unternehmensstrategie für die Zukunft mitgestalten, aber gleichzeitig sehr dafür sorgen, dass die Arbeitnehmerinteresse im Fokus bleiben und nicht untergehen. Gut, nicht untergehen sollen natürlich auch die Aktionen auf dem Volksfest und da spielt das Kätchen immer eine Rolle. Dennis Fürst, schön, dass Sie da sind. Wie war es denn am Freitag bei der Eröffnung? Sehr warm, aber gut. Es hat mir Spaß gemacht, dabei zu sein. Und Herr Merkel hat es sehr toll gemacht mit seinen drei Schlägen, also war echt gut. Jetzt habe ich immer gedacht, das neue Kätchen, das wird ja selbstbewusst. Das muss ja auch einmal Power zeigen auf der Bühne und eine eigene Duftmarke hinterlassen. Die sollen ja auch mal widersprechen und was sagen. Das Kätchen hat gar nichts gesagt am Freitag. Das kommt vielleicht noch, da arbeiten wir dran. Da würden wir uns ja drüber freuen, das ist doch gar keine Frage. Es ist Action gesagt. Karl Meyer. Heute haben wir den Champions Day. Welche Bedeutung hat der Champions Day, den wir ja schon seit mehr als 20 Jahren hier machen? Ja, eine große, wie man sieht. Es kommt sehr gut an. Heute haben wir auch deutlich mehr Sportler da, muss man sagen, die trotz der Hitze richtig Party machen. Denen gefällt es offenbar. Und ja, für uns ist dieser Sonntagabend ein besonders stimmungsvoller und schöner Abend. Ja, schöne Abende haben wir erlebt bei euch beim Ringen.
Wie ist es denn mit der Sponsorensuche? Bundesliga kostet ja auch richtig Geld bei den Top-Leuten, die ihr habt. Tust du dir da schwer? Ich sag mal so, es ist natürlich schon eine Randsportart und wir müssen da schon ziemlich uns nach der Decke strecken, dass wir Sponsoren finden. Aber wir haben eine gute Region und da kann man schon auch was erreichen, so ist es nicht. Man darf das nicht immer alles immer so schlecht sehen. Lena, Ihr großes Ziel ist Olympia, denn Ihre Sportart ist olympisch in Tokio 2020. Wie sehen da die weiteren Planungen aus und wie realistisch ist das für Sie? Also inzwischen geht es jetzt in die heiße Qualifikationsphase. Das Problem ist, dass leider in unserer Sportart nur 10 Sportler pro Kategorie starten dürfen auf Olympia. Und es wird wahrscheinlich ein bisschen knapp für mich weltweit, aber ich peile Olympia 2024 an. Da wäre ich dann auch vom Alter so wie die Top-Athleten in der Weltspitze jetzt gerade. Immer mit vollem Einsatz unterwegs. Ich habe ja mitbekommen, auch mal im Wohnwagen auf dem Aquatollparkplatz am Anfang kampiert, als Sie hier in der Region waren. Ganz toll. Ja, die Hitze, die macht uns allen zu schaffen. Natürlich auch hier auf dem Volksfest. Dem Kätchen auch ein bisschen im Outfit. Ja, es ist schon gut warm. Es ist schön kuschelig unter diesem Rock. Gibt es mal ein neues? Man hat ja gehört, es soll auch mal ein neues Outfit für das Kätchen geben. Genau, da sind wir auch dran am Arbeiten. Da gibt es eine Kooperation und da werden Designs gemacht mit der Schule hier. Und da wird dann sicherlich was kommen für die Zukunft, nächstes Jahr, denke ich. Gut, wir geraten alle ins Schwitzen, die Schaustellebesuche auch. Karl Mayer, wie ist die Zwischenbilanz nach 2 Tagen trotz der Witterung? Gut, also es war jetzt auch nicht so tragisch. Gestern war es eigentlich sehr angenehm mit 30 Grad. Wir haben ja auch wirklich hier das komplette Zelt geöffnet zur Seite. Wir haben über 100 große Palmen und andere Pflanzen, Jasmin und Buchs und Bambus hier angekarrt, um das ein bisschen schattig zu machen. Und wie man sieht, sind das natürlich auch die beliebtesten Plätze. Ja, wenn jetzt die Prognosen tatsächlich eintreffen und wir mit 36, 37 Grad Montag, Dienstag, dann ist das natürlich ein bisschen schwierig. Aber wir können es nicht ändern. Wir sind halt in Heilbronn natürlich auch Hitze gewöhnt mittlerweile. Ja. Aber wir haben gesehen, der Festplatz ist gut besucht, auch heute am Sonntagabend, das muss man ganz klar sagen. Jetzt haben wir den Betriebsratschef von Audi da. Gibt es eigentlich bei Göckelesmeier auch einen Betriebsrat? Nein, wir haben keinen Betriebsrat. Also gibt es auch Festzelten nicht, da bist du dann sozusagen oberster Boss. Aber meine Leute werden so gut behandelt und wir hegen und pflegen unsere Mitarbeiter. Und wir haben jedes Jahr eigentlich ein größeres Jubiläum. Dieses Jahr haben wir wieder unser Chefzapfer da. Hinten steht er gerade, der Schorsch, ist 25 Jahre bei uns. Also wir schauen schon, dass wir unsere Leute so behandeln und alles für sie tun. Weil sie müssen viel arbeiten, das ist klar. Aber für mich sind langjährige Mitarbeiter ein ganz, ganz wichtiges Kapital. Wir haben ja auch gesehen, du hast auch neue Mitarbeiter mit dabei. Das zeigt ja, der Nachwuchs ist auch da. Und Motivation gehört dazu. Und ohne Motivation wird es ja auch nicht im Sport gehen. Und am heutigen Sonntag, da war der Champions Day natürlich im Mittelpunkt der Veranstaltung gestanden. Mehr Vereine, mehr Sportler denn je, die ausgezeichnet wurden für tolle Leistungen. Und wir zeigen jetzt mal die besten Szenen vom Champions Day. Hat nicht nehmen lassen, extra hier zu uns auf die Interviews zu kommen, die fast jedes Mal. Guten Wetter, den Heilbronner Champions-Tag hier nochmal ein bisschen Revue passieren lassen und das leckere Hallerlöwenbräu genießen. Bundesliga und der Aufstieg in die zweite Liga. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Wir hatten so viele Teilnehmer wie nie zuvor und ich glaube, sie haben alle jetzt auch nochmal so eine richtige begeisterte Laoda-Welle verdient. Also, wir beginnen mit. Ja, beim Champions Day wurde viel gefeiert, Herr Klotz. Viel gefeiert wurde bei VW und Audi im abgelaufenen Jahr ja nicht unbedingt, zumindest nicht immer. Wie sehr hat Sie denn auch die einzelnen Enthüllungen geärgert und immer wieder aufs Neue auch ein bisschen unter Druck gesetzt? Na, für uns war das eine ganz furchtbare Serie. Wenn mir jemand vor 3 Jahren gefragt hätte, ob uns das passieren kann, ich hätte mit Überzeugung gesagt, nie und nimmer. Wir sind ein deutsches Unternehmen, ein ordentliches Unternehmen, aber trotzdem haben wir jetzt viel, viel, viel lernen müssen diesbezüglich. Und ich glaube, wir haben immer noch die Kraft, dass wir uns an den eigenen Haaren wieder rausziehen. Wichtig ist natürlich,
dass wir endlich aus dieser Serie rauskommen und positive Zeichen setzen. Was kann denn so ein Aufsichtsratschef auch in seiner Funktion als Kontrollinstanz da eigentlich tun in so einer Situation? Vielleicht auch damals, als das Ganze geschehen ist mit dem Dieselskandal. Na, der Aufsichtsrat hat ja sehr schnell in Einmütigkeit die Untersuchung der Vorfälle beauftragt. Und wir haben dann eine Unmenge an Unterlagen und Datenerfassungen gesehen und gelesen. Und trotzdem kam keiner so recht zu dem richtigen Schluss. Und dann muss man natürlich sehen, jede Erkenntnis hat ja gleich eine Öffentlichkeitswirkung. Nicht auch schlecht verheimlichen, ne? Ne, klar, es geht auch nicht um Geheimnis. Aber manches braucht einen zweiten Blick und einen dritten Blick, bevor dass man dann rausgeht. Und ich bin froh, dass es bei uns bei Audi noch einigermaßen gelingt, die Dinge im Raum zu halten, während man bei VW oft den Eindruck hat, das wird durchs offene Fenster raus. Okay. Jetzt noch mal zum Ringen. Du siehst ja schon aus wie ein Ringer. Bist du eigentlich auch noch aktiv? Die Zeiten sind lang vorbei, aber man ist trotzdem auch in dieser Ebene als Vorstand mit sehr viel Herzblut dabei. Ich denke, auch nur so kann man erste Bundesliga stemmen. Also von dem her, von der aktiven in die passive, aber nicht viel leichteren Aufgabe. Lena, wie viel müssen Sie eigentlich trainieren, um auf diesem Top-Niveau erfolgreich zu sein? Also ich trainiere tatsächlich in der Wettkampfvorbereitung teilweise zweimal am Tag. Immer einmal Athletik und einmal Karate. Jetzt haben wir einiges auch über Training und Sport erfahren. Wir müssen aber auch nach vorne blicken, nämlich auch in Sachen Automobil. Diese Region lebt natürlich vom Automobil. Hat man die E-Mobilität verschlafen? Wie viele Jobs würde es denn kosten, wenn das so umgesetzt wird, wie man es sich im Augenblick vorstellt? Ja, ich glaube nicht, dass wir die E-Mobilität verschlafen haben. Ich erinnere mal, wir haben sehr früh ein Audi Duo gebracht. Wir haben mit dem A2 ein tolles Auto gebracht. Aber natürlich haben wir in Eckersund den Ehrgeiz, dass wir vor allem die Brennstoffzelle zum Erfolg führen, das ja sozusagen auch ein Teil der E-Mobilität sein kann. Wir haben den Hut auf bei der Entwicklung und das Ding wollen wir pushen und vorwärts bringen. Was fährt denn das Kätchen? Früher habt ihr immer noch so ein Dienstfahrzeug gehabt, jetzt habt ihr ein Dienstfahrrad, oder? Genau, wir haben ein Dienstfahrrad dieses Jahr bekommen. Und das tauscht ihr so durch, oder? Nee, jeder hat sein eigenes bekommen. Jeder hat ein eigenes Fahrrad und das wird dann auch genutzt dementsprechend? Momentan ehrlich gesagt nicht so, nein. Okay, aber wir blicken mal nach vorne auch zur Bundesgartenschau. Audi ist bei der Bundesgartenschau ja sehr aktiv, macht auch sehr viel, was die Buga angeht. Die Buga ist auch ein Thema fürs Volksfest. Es geht ja mit dem Volksfest weiter, trotz Buga. Ihr habt euch da auch gemeinsam ein paar Gedanken gemacht. Naja, wir wollen natürlich, zunächst mal möchte ich mich bedanken und wir sind wirklich sehr froh, dass wir die einzige Veranstaltung sind, die auch während der Buga hier auf der Theresienwiese stattfinden kann. Das ist für uns alle sehr wichtig und ein tolles Signal gewesen. Und jetzt wollen wir natürlich auch versuchen, ein bisschen Synergien zu nutzen und zu schauen, ob wir die auswärtigen Besucher zum Abschluss ihres Buga-Besuchs noch hier auf die Theresienwiese bringen können mit besonderen Angeboten. Und da werden wir ein paar Arbeitskreise haben in nächster Zeit. Ich denke, dass uns das gelingt. Buga ist natürlich was, da werden Sie ständig da sein. Wir haben auch das Bewerbungsvideo. Ihr habt euch ja beworben als Kätchen und das habt ihr auf der Buga aufgenommen. Wir können ein paar Ausschnitte mal zeigen, ne? Ja, genau. Also es war sehr interessant. Die Bedingungen waren etwas erschwert durch den Schnee, aber es war eine Erfahrung. Der Schnee, da denken wir gerne zurück in solchen Zeiten wie jetzt. Was machen die Sportvereine mit der Buga? Ihr wollt das sicherlich auch nutzen, oder? Also sagen wir so, als Heilbronner Verein wird das natürlich für uns auch eine tolle Gelegenheit, uns da zu präsentieren. Mein großer Traum vielleicht ein Bundesligakampf auf dem Buga-Gelände. Warum nicht? Lieber Karl, ganz stylisch deinen neuen Prospekt, den ihr habt. Wie geht's weiter mit den Volksfesten in den nächsten 87 Jahren? Also inklusive Drohne im Festzelt und Android. Also ihr macht euch da schon richtig Gedanken. Na, das war natürlich mehr so ein bisschen eine Spinnerei, weil wir auf dem Cannstatter Wasen dieses Jahr dieses große 200-jährige Jubiläum haben. Da haben wir gesagt, unsere Broschüre sollte nicht wie alle anderen die 200 vergangenen Jahre beleuchten, sondern wir haben uns mal gedacht, wie könnte denn das Festzelt der Zukunft aussehen? Aber es ist mit ein bisschen Augenzwinkern, nicht ganz ernst gemeint. Aber toll gelungen und nicht nur mit Augenzwinkern, sondern mit viel Leidenschaft werden die nächsten Tage hier auf dem Volksfest ablaufen. Wir haben am Montag ja den großen Göckeles-Meiertag, wenn das Göckele für 6,60 Euro erhältlich ist und dann auch den HNV-Tag. Die Nahverkehrskunden bekommen
nicht nur verbilligte Preise hier, sondern die Abonnenten bekommen auch etwas umsonst. Also da wird am Montag einiges los sein. Und am Dienstag, wenn wir hier wieder dann auch Volksfest TV drehen, dann ist der Haller Löwenbräutag. Da gibt es dann das Maß für 6,60 Euro. Und vor allen Dingen auch im Hintergrund hört man es ja, spielt die Band Hautner, die zum ersten Mal in Heilbronn zu Gast ist. Und die machen das ganz toll. Werden sie auch die nächsten paar Tage machen. Und wir alle treffen uns wieder am Dienstagabend zur nächsten Folge von Volksfest TV. Dann mit einigen Profimusikern, mit Top-Schauspielstars und noch dazu mit einem Bierexperten. Und da freuen wir uns jetzt schon drauf. Viel Spaß auf dem Volksfest und bis zum nächsten Mal. Und euch vielen Dank und zum Wohl.